Wir empfehlen den Patienten, gerade am ersten Tag die Augen möglichst ruhig zu halten. Wir haben ja gelernt, dass das Auge, wenn man so von der Seite schaut, oben und unten in Fett gelagert ist. Das wird bei einer Augenlidoperation in aller Regel mit reduziert. Das bedeutet, bei jeder Augenbewegung reizen wir die Wunde. Gerade in den ersten 24 Stunden sollten deswegen die Augen geschont werden. Man sollte die Augen möglichst wenig bewegen. Das nun wieder sagt uns, dass wir bitte nicht lesen, nicht mit dem Handy spielen, nicht Fernsehen gucken sollen. Wir können ganz normalen Alltagsverrichtungen nachgehen. Das heißt, wir können springen, spielen mit den Kindern, wir können mit dem Hund rausgehen. All das ist erlaubt, aber bitte nicht etwas tun, was die Augen anstrengt. In den ersten 24 Stunden ist es hilfreich, wenn man kühlt. Wir empfehlen hier den alten Trick, den wir uns abgeguckt haben. Kühlen Sie einfach mit einem kleinen Säckchen Erbsen. Man nimmt Dosenerbsen, eine Handvoll Dosenerbsen, packt die in eine dünne Plastiktüte, die sie ins Eisfach und diese kleinen Säckchen passen genau auf die Augen. Diese Erbsen werden in aller Regel nicht zu kalt, sodass es nicht zu Erfrierungen kommen kann und man kann wunderschön kühlen damit. Und der Vorteil ist, es ist sehr preiswert und es ist auch sauber. Wir können diese Säckchen wegwerfen. Gerade nach den Unterlidoperationen haben wir sehr gerne einen Laser eingesetzt und wir können dann die Creme, die dann an dem Säckchen ist, schmeißen wir einfach mit weg und das Ganze bleibt sauber. Ansonsten muss man eben nicht viel machen. Die Pflege ansonsten besprechen wir natürlich individuell nochmal sehr ausführlich, wenn Sie tatsächlich sich zu einer solchen Operation entschließen.